Mal gucken, ob ich beitreten kann, aber gut, nee, ich bin ja schon beigetreten irgendwo. Also, wenn es möglich wäre, ist es wohl nicht mehr möglich. Ihr nehmt Flüchtlinge auf. Wenn es nur nach mir gehen würde, würden wir jeden hier leben lassen. Doch muss die Chemie unter meinen wichtigen Männern stimmen. Sie sind es, die das Ganze hier zusammenhalten. Also, wenn sie dich mögen und du ihnen ihre Unterstützung anbietest, denke ich, wird niemand etwas dagegen haben, wenn du dein Lager hier aufschlägst. Ich muss ihre Aufgaben erledigen, um hier bleiben zu können. Fürs Erste wird es reichen, wenn du ihnen in Aussicht stellst, dich um ihre Belange zu kümmern. Mhm. Wenn ihnen gefällt, was du zu ihnen sagst, kann ich dir eine Bleibe anbieten. Das könnte schwierig werden. Genug, oder? Na gut, okay. Wer sind deine wichtigsten Männer? Da gibt es den Späher Jonesy, der sich im Umland um die herumstreunenden Mutanten kümmert. Dann ist da Eckhart, der sich für die Verteidigung der Anlage hier verantwortlich zeichnet. Und natürlich Harley. Unser Mechaniker. Natürlich. Den machst du vermutlich schon glücklich, wenn du ihm etwas Großes zum Reparieren bringst. Oh, da habe ich einiges kaputtes, glaube ich. Also zeig dich auch von deiner guten Seite, wenn es dir möglich ist. Lass mich raten, die drei sind Berserker, Kleriker und Outlaw. Wie steht's um eure Kampfkraft? Wir haben einen Haufen kampferprobter Experten für unsere Sache hier gewinnen können. Unter der richtigen Führung kann es eine schlagkräftige Kampftruppe werden, die man nicht unterschätzen sollte. Okay. Leute. Trotzdem musst du beklaut werden, hilft alles nichts. Zu einfach. Ja, sehe ich auch so. Hallo? Ist hier wer? Man darf hier ja offiziell Dinge klauen. Ich bin ja total willkommen geheißen worden und alles. Er meint ja auch, hier gibt es keine Regeln und keine Ahnung. Ah. Dieses riesige Spiel hasse. Na, natürlich. Na, na. Zack, zack. Super nervig. Super nervig. Ah ja. Super, nicht so viel, was ich gehofft habe zu bekommen. Ach, man sollte allgemein keine Erwartung an Loot haben in Elex. Das ist ja nun auch nicht unbedingt was Neues. Boom. Boom. Ich kann so viele töten, wie ich will. Oh, Fleisch. Ich sollte mehr davon töten. Na, mein Süßer? Friedlicher Schakal, ansprechen. Ah, mein Junge. Ein zahmer Schakal. Sehr ungewöhnlich. Guck mal zu den Outlaws. Da gibt's sowas en masse. Moment mal. Okay. Wo soll's denn hingehen? Lass mich raten. Du bist hier der strategische Offizier. Noch so einer von deiner Sorte hat mir gerade noch gefehlt. Du lässt hier besser die Waffe stecken und hältst deine langen Finger bei dir. Oh, Mist. Dann kriegen wir auch keinen Ärger mit. Aber ich mag meine langen Finger. Die sind extra so gewachsen. Naja. Der Ort hier sieht wie ein Flüchtlingslager aus. Ja, für viele ist es der letzte Zufluchtsort vor den Konvertern der Alps. Für andere ist es eine Festung des Widerstands und der Freiheit. Für mich ist es eine Lebensaufgabe. Jeder, der Schutz sucht, wird ihn bei uns finden. Doch du siehst nicht aus wie jemand, der Schutz braucht. Aber ich bin Berserker. Eher wie jemand, der auf Krawall aus ist, wenn du mich Sag fragst. Ich ja. Mach hier besser keinen Ärger. Auf Streuner stehen wir hier nicht. Ach komm schon, wir sind doch quasi vom gleichen Stamm. Du kümmerst dich um die Befestigung des Lagers? Ganz genau. Und jeder, der hier etwas zerstört oder unrechtmäßig entwendet, wird sich vor mir verantworten müssen. Ah ja. Und wie läuft der Job? Du willst mich doch nicht etwa aushorchen, ob es hier etwas zu holen gibt, oder? Also entweder packst du Glaube, der meinte ja. an, oder du kannst dich gleich wieder verziehen. Verstanden? Verstanden! Ach, das ist Eckhart, siehste. Ja gut, wenn man sich denken kann bei dem Namen, dass es jetzt zu den Berserkern gehört. Irgendwie ist es ein guter alter deutscher Name. So. Verstanden. Tatsächlich. Kälte gestiegen? Naja. Was? Werden wir ja sehen. Wieso steigt meine Kälte... Sekunde. Wieso steigt meine Kälte denn von sowas? Ich meine, ich bin nett zu ihm und hau ihm nicht in die Fresse. Komm. Na toll, natürlich genau da gespeichert. Das will ich. Ich muss mal meine Kälte sinken lassen, damit ich guten Gewissens jetzt Elex-Trinker nehmen kann. Deswegen ist das Neuladen. Außerdem ist ja einigermaßen egal.
Ja, das habe ich jetzt nicht geklaut, ne? Also, wurscht. Na. Als Neuladen jetzt, weil ich da offenbar eine Option habe, meine Kälte sinken zu lassen und dann entsprechend, wie gesagt, die Tränke. Das ist mir momentan einigermaßen wichtig. Darum das Ganze. So. Moment. Ja, ja. Ba, 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 ba. Ba, 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 ba. Ja, ja. Ba, 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 ba. Kennen wir alles schon? Geht das auch ein bisschen freundlicher? Oh, hab ich jetzt deine Gefühle verletzt? Ja, ich hab nämlich welche. Was ich dir sage, oh, ihn ärgert das. Draus, verstanden? Ist mir aber egal. Dann steigt da meine Kälte wieder, oder was? Für so einen kleinen Bademeister hast du eine ziemlich große Klappe. Ach ja? Kälte gesunken. Meinst du? Okay. Dann wird dir dieser Bademeister mal den Ausgang zeigen. Au. Verdammt. Ich verstehe nicht. Ich wollte meine Kette doch sinken lassen. Ich bin verradifiziert übrigens. Aber wenn ich gewinne, habe ich jetzt alles im Lot wieder, ja? Na. Ah. Weißt du was? Ich bin zu blöd mit dir. Wo geht der denn hin? Brenne. Brennen selbst mehr als er. Was sollte das denn jetzt? Naja. Ist er tot? Nein. Was willst du denn noch? Hast du nicht schon genug Schaden angerichtet? Es reicht jetzt. Konzentrieren wir uns auf Wichtigeres, als uns gegenseitig aufzureiben. Ja. Immerhin ist meine Kälte zweimal gesunken. Das war in Ordnung. Wie gesagt, für die Tränke und so. Auch wenn mir das Resultat nicht gefällt, aber... Ich wollte meine Kälte nicht steigen lassen dadurch jetzt. Das andere war auch nicht... Ach, das war gerade doof. Aber es gab eine Menge XP. Wie ist jemand wie du hier gelandet? Ich war damals in der Garde von Abessa City. Bei einem der vielen schweren Angriffe der Alps damals sind wir von den Klerikern an die Front befohlen worden. Du siehst so aus wie ein Berserker. Es war ein aussichtsloses Unterfangen und die Schweine da oben wussten das. Bin dabei fast draufgegangen. Nie wieder gehe ich dahin zurück, sag ich dir. Das hier ist jetzt mein Zuhause und jeden, der es bedroht, werde ich bis aufs Blut bekämpfen. Okay. Wie kann ich dich beim Sichern des Lagers unterstützen? Du willst uns wirklich helfen, ja? Dann besorg uns mehr Männer. Die Mutantenbrut da draußen würde uns nur zu gerne auf die Pelle rücken. Du redest von loyalen Waffengefährten. Genau. Wir brauchen gute Kämpfer, auf die man sich verlassen kann. Keine Dünnbrettbohrer, die beim ersten kleinen Mutantenangriff die Flucht ergreifen. Ich frage mich gerade, ob wir bereits welche getroffen haben, so bei den Berserkern und so, die dafür in Frage kämen. Ich besorge gute Kämpfer. Ja? Du meinst, du kriegst das hin? Na schön. Dann geh und rekrutiere sie. Scheint zu gefallen. Sie müssen dir aber schon als deine Waffengefährten bedingungslos in den Kampf folgen. Ach. Wenn du mir mindestens drei brauchbare Kämpfer nennen kannst, meine Gefährten, ha? Dann wären wir schon einen großen Schritt weiter. Da habe ich nur einen brauchbaren leider. Das ist Kaya. Bevor die Mutanten wieder angreifen. Also, ich habe... Guck mal, ich habe 1, 2, 3, 4, 5. Und ein sechster ist quasi in der Warteschlange. Falk. Ein sehr guter Kleriker-Scout unterstützt mich. Interessant. Ich dachte immer, die Jungs aus dem Vulkanland kennen nur ihren Glauben. Schon sehr gut fürs Erste. Wen hast du noch anzubieten? Arx. Arx ist ein ehemaliger Alp. Doch jetzt ist er mein Waffengefährte. Ist das dein Ernst? Puh, tja. Man nimmt, was man kriegt. Hoffentlich fällt er uns nicht in den Rücken. Ja. Hast du noch jemanden? Ja. Crony O4, eine Kampfdrohne der Alps steht O4. Unter meinem Kommando. Ha! Eine Jagdmaschine der Alps. Was bringst du uns als nächstes? Ein ausgewachsenes Urtier? Ja, so ähnlich. Ich würde heißt Duras. Sagen, das sind erst einmal genug Gefährten, um unser Lager zu sichern. Ich hätte die Auswahl meiner Kampfgefährten zwar anders gestaltet, aber egal. Damit kann ich arbeiten. Ich hoffe, dass sie auch halten, was sie versprechen, wenn der nächste Angriff ins Haus steht. Mach ruhig weiter so. Wir haben zwar schon erst einmal genug, aber wenn du noch mehr gute Kämpfer hast, immer her damit. Die Frage ist, ob ich die jetzt
quasi weggebe in dem Sinne. Deswegen habe ich jetzt auch die anderen nur genommen, weil ich Duras heute mal reinhaben will. Warte mal kurz. Lauernder Hüter, 3 von 10, was? Weil, wenn die jetzt nicht mehr da sind und ich die nicht mehr in mein Team holen kann, wäre es ja auch doof. Aber doch, ist noch da. Okay, gut. Schon. Ich werde es gleich sehen. Ich speichere mal und sage ihm, ich habe Kaya. Wenn sie dann weg ist, ist sie weg. Dann weiß ich, was Bescheid um die ganze Sache. Kaya, eine mächtige Kampfmagierin der Berserker, gehört zu meinen Gefährten. Starke Magier sind sehr effektiv. Von der Sorte könnten wir ruhig ein paar mehr gebrauchen. Gibt nur eine. Okay. Duras, ein Krieger der Berserker, kämpft an meiner Seite. Sehr gut. Die Berserker verstehen es, sich gegen die Alps zu wehren. Ja, bei den beiden sagt er gleich so, alles top. Ist ja interessant. Die Befestigungen des Lagers müssen halten. Gefällt ihm leider nicht, was ich sage, aber nein, was soll's. Es gab jetzt eine ganze Menge XP. Da freue ich mich sehr. Herbert! Hallo, Herbert aus dem Orbit. Ups. Nein, ich wage es nicht, tut mir leid. Ich doch nicht, niemals. Bei dir, meinem besten Freund? Hast du schon von Herbert aus dem Orbit gehört? Ist ein toller Typ, übrigens. Komm, ich beglücke mich damit. Aber jetzt nehme ich echt einen Trank für Elex-Zeug, weil... Kälte, ich bin intuitiv. Also ich bin ja auf jeden Fall schon zu warm, heißt das für mich. Ich bin nicht mal neutral, das heißt, mein Skill greift nicht mehr. Das heißt, ich kann jetzt guten Gewissens wirklich auch sagen, hol mal ran. Das geht ja nicht, ne? Das heißt, bin ich jetzt bei 20 oder wie, oder wo? Und wenn ich jetzt 3 nehme, bin ich da bei... Ich würde gerne eine genaue Anzahl haben. Ich will die Zahl sehen, liebe Elex-Programmierer. Also. Lernpunkte plus 1. Ach, die Boots plus 2 bloß. Ich bekomme plus 5 dabei. Na komm. 1. Immer noch intuitiv. Mann, Mann. 2. Immer noch intuitiv. Immer noch intuitiv. Das ist aber nicht okay. Moment. Stimmt die Anzeige denn noch? Ich will nicht intuitiv sein. Ich will meinen Bonus haben. Das ist ja eklig gerade. Na komm, hau weg. Das ist ja echt eklig. Was soll das? Ich will nicht intuitiv sein. Wann geht das weg? Ich habe doch jetzt zweimal nur die Kälte sinken lassen. Oder war ich vorher auch schon nicht mal neutral? Weil ich will meinen Bonusschaden haben, verdammt. Ich meine, gut. Ich könnte notfalls ja auch sagen, wo war das noch gleich? Ich mach das hier auch noch einmal rein, ne? Ich meine, Bonus auf Magie ist vielleicht gar nicht mal so verkehrt. Weil Magie mache ich irgendwie ja viel öfter als Nahkampf. Das mache ich ja nie. Also die beiden, die könnte ich vielleicht machen, aber weiß nicht, wie ich das wirklich sollte. Ob sich das lohnt. Das ist ja ein ganzer Punkt und das... Ah! Ich wollte mein Schwert ziehen. Dachte, das Schwert wäre ausgewählt, aber war es nicht. Manno! Ich bin so traurig. Na, ich bin doch emotional, ich merke schon. Oh Mann, so, jetzt ist das Schwert ausgewählt. Jedenfalls bin ich jetzt echt irritiert. Ich habe nie drüber nachgedacht, den anderen zu nehmen, emotional und so weiter, wegen Magiebonus. Aber wäre eigentlich total sinnvoll für meinen Spielstil. Und dann wiederum muss ich wirklich sehr wenig Kälte haben. Und da ich mich ja hochpushen will mit meinen Dingern, zumindest ein Stück weit, könnte das eventuell schwer zu machen sein. Wobei es, glaube ich, generell sehr viel einfacher ist, in Extremen zu leben hier. Blablabla. Von 0 bis 20 ist es, glaube ich, kein Problem. Genauso wenig wie von 80 bis 100. Punkte zu kriegen, wenn man es darauf anlegt. Um dann auch sicher das zu haben. Weil ich weiß nicht, ob ich jetzt zwischen 20 und 40 lag die ganze Zeit, deswegen das gar nicht gegriffen hat. Das kann durchaus sein. Es sind ja mal 20 Punkte und 20 Punkte lang ist nichts. Und ich weiß nicht, wann nichts ist und wann was ist. Das steht ja nirgendwo. Wie eben schon angesprochen.
Da muss ich nochmal echt in mich gehen und überlegen. Vielleicht gibt es auch noch eine Möglichkeit im Spiel irgendwie Skillpunkte zurückzusetzen. Das wäre auch nicht verkehrt. Gibt es ja in vielen RPGs. Wobei ich das diesem Spiel absolut nicht zutraue, denn es wäre ja sowas wie dem Spieler entgegenkommen. Das gibt es hier einfach nicht. Das wäre nicht in Ordnung. Das wäre irgendwie gegen deren Philosophie. Jawohl. So, warte kurz. Hier klaue ich doch was, oder was? Zu einfach. Ja. Sehe ich genauso. Dankeschön.